Hi. Good morning, Gamers! Ja, wir spielen wieder Cards Against Humanity. Heute auch mal Lord Ecke dabei. Der war bisher noch nie dabei. Halt's Maul! Der einzige Weg zu verteidigen ist. Also, man kann das auswählen, oder was? Aber man kann zwei Sachen auswählen. Ja, ein erstes und ein zweites. Sieht man ja an der Karte. Und ihr habt auch wieder 20 Blank Cards. Wie geil. Hey, wie wähle ich das aus? Achso, eins. Du klickst drauf. Ja, ich kann selber eine Karte machen, ne? Ja, kannst du, aber das kannst du insgesamt 20 Mal. Also, das müsste eigentlich auch reichen, aber. Sind wir wieder mit 7 Zügen? Ich hab was, absolut keinen Sinn ergibt. Ich hab wieder 7 Punkte zum Gewinnen drin. Wunderbar. Yay. Das ist eine gute Anzahl. Ich hab euch jetzt schon verloren. Ihr habt verloren, sage ich. Achso, wenn ich das geschrieben habe und dann draufgedrückt habe mit Enter-Taste, wird es automatisch. Ja, dann wird es automatisch gewählt. Wer ist denn der? Ich will vorlesen. Danke. Der einzige Weg, Oma zu verteidigen, ist ein Schild aus Hundewelpen. Von wem ist das? Weil deine Person die Hunde Hund hat. Der einzige Weg, deine Mutter zu verteidigen, ist, sie zu ficken und ihre Plazenta zu essen. Okay, Leander, okay. Leander, what the fuck? Der einzige Weg, um schlecht geteilte Holocaust-Witze zu verteidigen, ist die endlose... Oh, ja, gut. Das passt irgendwie, mein Fresse. Kann ich irgendwie stimmen? Das kann nur ich, weil ich diese Runde keine Karten ausgewählt habe. Ja. Oh Mann. Danke. Yay. Ach, verdammt. Ey, das ist auch so, was ist das? Alle Antworten. Was ist das? Ihre Plazenta. Oh. Mona Lisa lächelt, weil sie an Punkt denkt. Was ist das schon wieder für Scheiße, die ich hier habe? Okay, gute Karte, die nehme ich. Leander, du kannst übrigens auch alle deine Karten löschen oder auch einzelne Karten löschen, geben du auf nächstes. Ich will auf jeden Fall ein paar das Mal neu. Ja, das würde ich immer machen. Ich habe auch richtige Scheißkarten hier teilweise. Ja. Sonst hat ihr auch sowas nach wie Hundebabys. Ich habe sogar ganz. Ich hätte das jetzt eigentlich ganz gern gespielt, dachte ich mir, aber ist ein bisschen früh, um was Nettes zu spielen. Ja, ist so. Wir sind hier bei Cards Against Humanity. Hier muss man Arschloch sein. Fürs Erste. Ach, an die Zuschauer nochmal. Der Leander wollte sich eigentlich Lord Dick nennen, aber er ist so scheiße in Deutsch, dass er das falsch geschrieben hat. Also, ich verstehe nicht, wie man da sowas hinbekommt. Und Mona Lisa lächelt, weil sie an Angela Merkel. Okay! Leander! Was ist dein Problem? Außerdem denkt sie an Hämorrhoiden. Ich sehe die Karten voll spät, Alter. Ich hab Lags. Nice. Danke sehr. Ich muss und mal ein bisschen... Ach. Das war meine Vagina. Scheiße. Einen Moment, ich mach grad ein paar Programme zu im Hintergrund. Hurensohn. Lags hat mal was ausgemacht im Hintergrund. What the fuck sind das für Karten? Was ist das hier? Leute, come on. Ich hab nur Scheiße. Voll nicht so viel Zeit verlieren, nein. So. Habt ihr einen Namen, wer Leopold Olaf ist? Nein. Den habe ich als Karte, habe ich schon gelöscht. Wunderbar. Ich hab auch irgendeinen so schwierigen Künstler. Fucking Weep. Fucking Weep ist der Typ. Noah, ich will nicht wissen, was du da schreibst. Ich will es gar nicht vorlesen. Ich hab eine ganz gute Karte auch so. Was ist meine geheime Kraft? Ich werde es einmal vorlesen. Ihr wisst, was es heißt. Vegetarier, Fleisch, jetzt inzwischen. Hä, gute Kraft. Ich würde es jetzt nicht als Superkraft bezeichnen. Warum aber nicht? Aber hey. Wie ein Kind, ich schrammel. Das ist eine Superkraft. Und das letzte. Ja, drück doch. Hallo? Alle Menschen geistig und physisch vergewaltigen. Okay, die ist selbst geschrieben. Ist nicht schlecht, aber
Da wir hier also Teenager sind und so zu cool for die School. Kaninchen rammeln! ich hoffe, meine Mutter hat das nicht gehört. Kann man eigentlich, wenn man das auswählt, sehen, wer es geschrieben hat? Oder nein, nicht? Nein, nee. Das ist gerade der Sinn des Spiels, dass man nicht weiß, wer was hat. Was? Du musst vorlesen. Achso. Was lebt auf Donald Trumps Kopf? Alter, was hab ich denn hier schon wieder? Jupp, ich hab das Beste aller Zeiten. Ich hab auch eine sehr gute Karte. Ihr kennt alle hoffentlich mal Little Pony, oder? Also ich sag's so, ich guck's jetzt nicht aktiv. Ich hab irgendwelche seltsamen Horrorspiele irgendwie mein Let's Playen sehen. Aha. Boah, sind die scheiße. Die Dache patentiert mir. Es gab einen Soundeffekt aus einem dieser Spiele. Ja, sehr gut. Also, mir fällt nichts ein. Ja, schön. Schreib einfach Landminen. Das klappt immer. Landminen! Landminen! Oh, meine Ohren. Ah. Ja, du kennst die Landminen nicht. Oh, Landminen. Was lebt auf Donald Trumps Kopf? Rainbow Dash. Ah, okay, Jan. Natürlich. Gute Was Karte. Was lebt auf Donald Trumps Kopf? Thomas, falls ihr die Geschichte von Rainbow Dash kennt und die ganzen Rule 34 misst, ich dem werde nicht sagen, was für Rule 34. Oh ja. Aha. Oh Mann. Ja, oh, alle ein Punkt. Sehr schön. Ist aber schön verteilt. Ja, jetzt darf ich wieder aussuchen. Oh, geil, Alter. Geil, bei mir leckt's. Ich habe 99 Probleme und ist schuld an allen. Alter. Also, ich weiß genau, was ich jetzt legen würde. Was, Juden? Nee, ich schreib's für die Zuschauer in den Chat. So. Oh mein Gott, ich hab so eine gute Sache. Irgendwie glaub ich, einer wird das legen, was ich auch gelegt hätte. Ich habe 99 Probleme und ein Gutschein für eine Gratis-Abtreibung. Hä, das ist doch. Der ist doch gut! Er nicht! Ja, eben! Hallo! Der ist doch nicht schuld an deinem Problem! Der ist vielleicht dafür da, eins der Probleme zu lösen! Klar! Ich habe 99 Probleme und ein Stammbaum, der im Kreis führt. Hä? Aha. Sweet Home. So, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ja. Ich habe eigentlich gehofft. Ich habe gehofft, dass jemand Leander legt, aber. Ja! Das wäre nicht schlecht gewesen. Stimmt. Danke sehr! Der Jude war mir zu unkreativ. Das ist wahr, die Jude ist zu unkreativ. Eben. Aber Inzest Jude ist immer gut an allem, das weiß man doch. Inzest. Okay! Jetzt musst du nur noch die Karte Hitler hat nichts falsch gemacht legen, die gibt's auch, dann passt alles. Punkt, Punkt, Punkt. Gut. Oh mein Gott! Was hab ich denn hier? Ich lösche jetzt fast all meine Karten einfach, keinen Bock. Hier. Ich hab letzte Runde alle gelöscht. So, nee, ich hab jetzt noch. Neue Karten, ich lösche. Ich hab. Erst natürlich. Nächste Runde. Ich hab jetzt noch eine Karte, die nehme ich aber nicht. Keine Ahnung. Okay. Springer, gut, dass du jetzt... Ich will sagen, Leander! Es geht nicht! Alter! Oh 5000 IQ! Okay. Almiris Steiner. Ich hab das hier mal alles richtig geschrieben. Schade. Ist auch gut so. Ja, keine Ahnung. Leander hat es richtig geschrieben. Ja. Prima. Ich hab schon so lange gebraucht. Ich wollte einfach noch schnell... Oh. Zwei Karten wählen. Das stimmt. Ich habe getötet. Wieso fragst du? Was sind das für Karten hier? Das schon? Ist wirklich ein bisschen beschissen, die Karte. Ich meinte jetzt hauptsächlich die ich auf der Hand habe. Ja, aber ich meine, das ist schwierig. Stell dir vor, du hast keinen Namen auf der Hand. Ja, rat mal, wer keinen Namen auf der Hand hat. Ja, du. Das ist scheiße, sowas. Ich meine, ich hatte auch keinen Namen auf der Hand. Ich hätte sowas von vergangen. Ich finde schade, dass ich nicht rede. Ich bekomme einen Nierenstein ausscheiden. Bis zum letzten Tropfen.
Oh Mann, ich hab was, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Yeah. Sehr gut, ich bin gleich soweit. Jeder, den der Namen hat, außer es ist Leander, bekommt einen Punkt. Ja, ja, alles sind fertig. Du kannst also, aber nur einen Punkt geben. Das stimmt. Ich habe Juden getötet. Okay, Leander. Wieso fragst du? Du musst die zweite Karte auswählen. Ich weiß. Okay. Ja, ja, ist schon lustig. Das stimmt. Aha. Ich habe Jan Böhmermann getötet. Warum kann man nicht Jan Peter schreiben? Analperlenketten. Naja. Analperlenketten. Ich hab's gehört. Ja. Das stimmt. Ich habe Südafrika getötet. Wieso fragst du? Angela Merkel hat ein Land. Also meins ist das Einzige, was ansatzweise Sinn ergibt. Ja, das stimmt. Was soll ich denn machen? Alles andere ist scheiße. Ich hatte keine Namen. Hä, aber das ist voll gut von Günther. Angela Merkel hat eine Landmine im Anus. Oh scheiße, ich bin der Einzige, der nur einen Punkt hat. Oh, ich hab ne etwas vorlesen, ja. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage vor. Oh Gott, ich hab die beste Karte. Ja, ich wollte eigentlich was schreiben. Ja, eins ist wirklich eine Plage. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage vor. Hallo? Bauer sucht Frau herbei. Alter, bei mir leckt Skype hin und wieder. Bei mir auch. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von. Eine ich wollte eigentlich freche schwarze Frauen schreiben. Ja, hast du aber nicht. Ja. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von Kindermissbrauch herbei. Kindermissbrauch also, ich finde, zwei immer. Davon sind gut. Ja, Kindesmissbrauch. Und jetzt haben wir wieder alle gleich viele Punkte. Bei uns läuft. Oh ne, ja, am Ende ist die Runde so eine Stunde lang, weil ja. Am Ende so alle sechs Punkte haben. Da seid ihr sehr frei. Was sonst? Ich weiß jetzt schon, was ich da legen würde. Für die Zuschauer, wenn ich sage, ich weiß, was ich legen würde, wenn ich hier in der Rolle bin, ich schreibe es dann immer in den Chat, aber schick's nicht ab. So, meine werten Damen und Herren, seid ihr bereit? Nein. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Und du spielst aber die Legende. Würstenparty und Natursekt. Was sonst? Hä? Aha. Das ist Leander, relativ offen. Fressen und Kotzen. Was sonst? Fühle ich. Walrosse sind toll! Das ist nicht selbst geschrieben. Ich weiß, dass es die Karte gibt, aber niemand sagt in meiner Umgebung was gegen Walrosse. Ich sag ja nur, du siehst aus wie eins. Das ist ja nichts gegen die. Warum? Ich wüsste Party und Naturwerk gewonnen. Danke sehr, danke sehr. Mich kann man nicht mit einem Walross verwechseln. Ich bin ein Walross. Ah. Schatz, setz die Perücke auf und tu so, als wärst du. Punkt, Punkt, Punkt. Habe ich eine gute Karte für. So. Ich habe hier eine Karte, die könnte als Joker sein. Aber weißt du was, ich benutze das Ding. Das würde mir keine Punkte einbringen. Bei der Frage ist man auch am Arsch, wenn man keine Namen hat. Okay, als wärst du ein Kastenbier. Okay, kein okay, Name, aber trotzdem nicht. Gut. Ich nehme das, was ich gesagt habe, zurück. What the fuck? Ich mag den Kastenbier. Danke sehr, ich gewinne. Diese Runde werden wir nicht alle gleich viel haben am Ende. Ah, doch es nicht. Nein. Ich hab mir diese Karte aufgehoben für genau sowas. Das ist, oh nee, nicht die Falle. Die Karte ist scheiße, tschüss. Es ist eine Falle, wow. Hab ich eine gute Karte für. Wundervoll. It's a trap. Halt's mal. Kennt ihr eigentlich richtige Traps, also die Anime-Traps? Pff, nö. Zum Glück. Anime-Traps sind halt Hentai. Leander, hol mal was aus. Genau. Also sehr feminin wirkende Charaktere, die eigentlich männlich sind. Also wie Leander jetzt, oder?
Ja. Er wirkt ja nicht weiblich. Ich weiß, was er meint. Ach so, bei Leander wäre es andersrum. Ja. Oder ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Furries eine Falle sind. Also ein Furry eine Falle. Furries Jan, wähl mal was aus. Meinetwegen, also. Smegma und Mundherpes. Es ist alles klar. Frauenwahlrecht. Was? Was? Wer von euch? Ich dachte, ich wäre der Einzige, der Frauenwahlrecht nimmt. Vor allem, das ist das zweite Mal heute, dass zwei dieselbe Karte legen. Junge! Ich frag mich, ob es irgendwann mal kommt, dass alle drei dieselbe Frage. Das wäre so dumm. Das wäre so nice. Junge, warum legst du denn auch das Frauenwahl? Die kann ich nicht. Neuen Mario World. Oh, hier habe ich auch ganz coole Sachen. Ah, Mann, ey. Ach komm, dafür kriege ich, oder? Doch, geile Karte, die nehme ich. Also in Real Life finde ich das jetzt nicht so geil, aber ne? Da würde mich jetzt jeder für hinterfragen sonst. Was ist das hier eigentlich für eine Karte? Jan, wähl mal was aus. Okay. Der Gegner in Mario 9. Nein. Der Gegner in 9 Mario World. Ja. Der Endgegner auch im echten Leben. Ja, also wenn man dann. Es kann schon ein Teil Lady. What the fuck? Der Gegner in Mario World. Wo ist das? Oh nein! Ja. Okay, wer von euch Pissgesichtern? Ich denke, es ist Jan. Nani? Weil Jan hat am längsten gebraucht, also hat er wahrscheinlich was selbst geschrieben. Geil, ich habe wieder am wenigsten Punkte. Easy. Wow. Ich will hier doch nicht wieder... Das ist schon eine geile Schnitte. Chuck Norris hat Angst vor... Okay, hier gibt es nur eine einzige Karte. Wer die legt, kriegt auf jeden Fall einen Punkt. Ich hätte 9 Karten, die alle sinnvoll sind. Was? Das geht? Jetzt habe ich eine Sache, die macht einfach nur Sinn. Also, wenn jemand eine bestimmte Karte, an die ich gerade denke, gelegt hat, hat er gewonnen. Chuck Norris hat Angst vor. So sauer werden, dass man einen Ständer bekommt. Jetzt nicht das, was ich meinte. Chuck Norris hat Angst vor. Pikachu? Was? Okay, oder er hat Angst vor dem Gegner. Warum hat keiner von euch Leander gelegt? Weil niemand Angst vor ihm hat, außer... Was soll der Scheiß? Der Gegenteil, Jack, das macht sogar Sinn. Naja, ne? Ich finde, meins macht am meisten Sinn. Nein! Ein Ständer macht immer Sinn. Ja. Was? Punkt, die Ursache... Seht ihr das, Zuschauer? Diese Karte hier, wie kann das sein? Ich nehme das jetzt einfach schon wieder. Peter. Wer ist Peter? Und rausziehen. Rausziehen ist immer schlecht. Ja, AIDS. Ja, schon wieder AIDS bekommen. Innerhalb von... Oh, das klang falsch. Scheiße. Oh, schon wieder AIDS. Oh. Nice. Okay. Nice. Einfach dreimal. So ja musst du die Folge nennen. Ja, mach ich gut. Oh fuck, was ist denn das? Ja, die Karte ist auch geil. Meine werten Damen und Herren, der Weihnachtsmann ist jetzt richtig zu cool vor die School. Das Bird ergibt den bösen Kindern. Okay. Schlecht. Gute Karte. Rotschild Vatergeschichten. Leander! Da hat niemand was gegen. Okay. Und ein Salzstreichel an der Oberschicht. Ich finde alles schon gut. Oh ja. Also, ich bin ja als Smosh-Fan und darüber haben sie ein gesamtes Video gemacht. Ein Glas voller Benutzerkondom ist auch nicht schlecht, aber. Ich weiß was du nimmst. Weihnachtsmann ist ein alter pädophiler Sack. Ja! Easy! Die Karte hat ich einfach. Die hat so gut gepasst. Aber ist echt mega pädophil irgendwie. Wo das denn? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie oder fragen sich.
What the fuck ist das hier schon wieder? So, gute Karten. Viel Spaß, Leander, beim Vorlesen. Spaß. So, Spaß. Zu Risiken, Nebenwirkungen lesen Sie Bilder von Titten. Gut. Gott. Okay. Ja. Also mich. Nein! Zu Risiken, Nebenwirkungen lesen Sie Vererbungslehre. So, okay. Oder fragen Sie Kinder. Okay. Die Bibel. Alles klar. Okay. Also, ja. Vor allem zur ersten Lücke, ja, hat halt danke das sehr, am besten gepasst. Ich danke euch. Vor allem für die erste also Lücke haltest du halt lesen. Mit Abstand das Beste. Wer jetzt? Du. Ach, nice, ja. Oh, ey, was soll denn der Scheiß? Behalten wir die Karte oder soll ich skippen? Warte kurz, ey, lass uns doch mal ein bisschen kurz überlegen. Komm. Ja, kann man nehmen, aber... Okay, wenn jetzt schon ausgewählt ist, nehmen wir die. Okay. Ich hab da was gefunden, das mal... Also 0-3 kann man gar nicht mal auswählen, man kann nur 2 Sachen... Das dritte ja, kann man Eisen sozusagen einfach... Nur Punkte. Das ist ja auch, da ist ja auch kein Strich. Ja, das würde ich einfach so sagen oder interpretieren, dass die meinen, dass man da halt wartet. So, meine Werten, bereit. Schritt 1. Hallo, Deck auf bitte. Gleichzeitig alle 7 Todsünden begehen. Danach okay. Müssen sie ein Beutel Zauberbohnen. Und schon haben sie Profit. What the fuck? Ja, okay. Das macht Sinn. Gut. Also, Leute, willkommen zu meinem Tutorial, wie man einfach und schnell Geld macht. Zuerst muss man Anatiadeophobie, die Angst von einer Ente. Und dann muss man wütende Wespen in einem Glückskeks. Und schon macht ihr ganz viel Geld. Ergibt Sinn. Ich hab Wespen bei der Mülltonne. So weit ist es nicht entfernt. Schritt 1, Würstchenparty. Schritt 2. Oh, ich schwank zwischen 2, muss ich sagen. Komm, hier Würstchenparty, immer gute Sache. Yeah. Ich hab mir mit meinem ziemlich viel Mühe gegeben. Ja, deins war auch das andere, bei dem ich überlegt habe, ob ich es nehme. Aber der Beutel Zauberbohnen hat irgendwie. Ich fand das den ist meine geheime Kraft. Hatten wir das schon, nicht skippen. Ja, hatten wir schon. Hatten wir schon. Okay. Ich lese das einfach, ich habe keine Lust, das zweimal vorzulesen, deswegen lese ich vor, wenn andere Karte haben. Ja. So schön kann das Leben sein. Gute Karte. Ja. Das vergeht immer so gut. Ich bekomme immer heimlich einen Orgasmus auf der Arbeit durch einen schlechten Entschluss. Und durch und durch okay, Leander! Ja! Scheiße! Oh ja! Geil, Lutschi-Zeit! Warum haben wir alle schon wieder 5 Punkte? Aktiviert Abwehrkräfte! Okay! Was ihr könnt! Gar nichts. Schön. Gute Karte, die nehme ich. Ich leg mal meine furzende Antilope weg. Ich hab die ganze Zeit die Karte eine furzende Antilope. Okay, Mann. Ja. Also. Glory Holes aktiviert Abwehrkräfte. Ah ja. Ein Wahrsager ermordet, um zu zeigen, dass er nicht alles vorhersagen konnte. Mach ich auch oft. Mach ich oft in meiner Freizeit. Ja, mach auch, aber. Das ist alles Scheiße. Also, ich mag eigentlich ich muss alles. Ich muss jetzt einfach nur fragen, welches davon von Noah ist es, damit ich den anderen nicht so viele Punkte gebe. Dürfen wir aber nicht sagen. In der Regel sagen. Ist meins immer das Sexuellste. Okay.
Das. Ja! Easy! Wie, du hast es gewonnen, oder was? Ja, nee, ein Punkt fehlt mir noch. Dann habe ich euch alle gebumst. Hi. Zum Scheuern und Putzen nur benutzen. Meins reimt sich. Okay. Oh, ey, ich hab schon wieder das, was ich eben hatte. Aha. Windows 95, Alter. Yo, Digger, was geht? Zum Scheuern und Putzen. Du gehst. Kamikaze-Piloten benutzen. Okay, finde ich gut. Ich sag nur 9-11, Alter. Zum Scheuern und Putzen nur. Alter, was? Da ist auch 1,30. Hä, zum Scheuern und Putzen? Wow! Okay. Alles reimt sich. Ist so! Alles, was man ein. Zum Scheuern und Putzen nur ja, gewonnen! Easy! Nein! Depp! Scheiße! Nein, ich hätte keine Katze Piloten nehmen sollen. Ja, dann noch ist eine Runde. Das ganze Haus weg, da muss man nicht mehr putzen. Noch eine Runde? Ja. Ja, ja. Die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von irgendwas für irgendwas gesorgt. Landminen! Oh, ja geil. Stöhn noch mal, das galt mich auf. Warum haben wir bitte 9.999 Blanks? Vielleicht habe ich das gerade angeschaltet. Die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von eine eiserne Jungfrau für pädophile Sportlehrer gesorgt. Finde ich gut. Ist nicht jeder Sportlehrer irgendwie pädophil? Ja. Die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von ein Schrei aus, der Schrei aus der Zalando-Werbung für AIDS. Einfach AIDS. Also, wenn ich jetzt mitmachen würde, wüsste man schon mal, von wem AIDS ist. Weil ich hab viel AIDS, ich hab oft AIDS, jeder weiß es. Ich hab jetzt schon zum zweiten Mal AIDS. Die Bundeswehr hat mit dem Abwurf von hallo. Jutta, die Leselampe für ein heißes Durcheinander gesagt. Und warum hat keiner von euch Landmin geschrieben? Gute Frage. Ja, wir können es ja nicht overusen. Ja, ist ja wirklich so. Schon ja, stimmt auch wieder. Auch wenn es hier gut gepasst hätte. Das ist wahr. Landmin passt immer gut. Ich trinke, um Punkt zu vergessen. Ja, ich weiß sowieso, was jetzt alle außer hier Leander eingeben werden. Jan, wenn du die Antwort aus der letzten Runde nochmal nimmst, dann hast du die nochmal genommen. Oh mein Gott, aber er ist ein Genie. Muss doch auch mal hören. Hm? Er muss doch auch mal hören. Mhm. Warte kurz. Er ist ein Genie. Ganz ehrlich, los. Er muss doch auch mal hören. Ich lösche noch ein paar Karten, Alter. Ich habe so viel Scheiße schon wieder. Ich trinke, um Alkohol zu vergessen. Aha. Mein Alkoholproblem. Und ey, das ist euer Scheiße. Gescreenshottet. Sozusagen alle dasselbe. What the fuck? Ich suche jetzt RNG. Mach eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3. Yo! Also wir sind uns alle einig, wir trinken, um Alkohol zu vergessen. Nein! Diese Logik, Scheiße! Okay, 3 kam raus. Mann! Als ob alle sich dasselbe gedacht haben. Selbst der eine, der keine Ahnung hat. Die andere hat es ja letzte Mal sogar nicht gehört. Ist so. Ist besser in Japan. Leute. Besonders die andere. Ich habe sehr hohe. Ich hoffe, dass ihr das hinbekommt. Mir ist das jetzt sehr wichtig. Das müsst ihr jetzt schaffen. So. Ich will vollen Einsatz sehen. 110%. Meine Karte ist scheiße. Viel Spaß. Ich hasse dich. Ach, ich nehme die da. Ich habe gewechselt. So, mein Wergen. Ist besser in Japan. Also, über Krebs lachen.
Ja. Ja. Ein Ständer verbergen ist besser in Japan. Ein Porno ist besser in Japan. Das dritte stimmt nicht, weil das verboten ist. Oh, jetzt bin ich der Einzige ohne Punkte. Aber das weiß doch jeder, Mann. Die Japaner sind da, haben da einfach ein Händchen. Hallo? Jeder lacht gerne über Krebs. Oh, drei Karten. Oh. Soll ich das auch nehmen, oder? Oh. Wenn, dann müsste ich skippen, also. Okay, nehmen wir das. Komm, wir lassen die. Ja. Die Karte skippen wir nicht. Da kann man lustige Sachen draus machen. Oh, ich hab eine richtig geile Kombi. Ich hab eine richtig geile Kombi. Achso, Leute, sogar drei Karten, genau. Donald Trump plus Fleischflöte. Fleisch. Das Wunder der Geburt. Oh nein. Oh nee. Aua, das war die Fleischflöte. Keanu Reeves plus ein heimlicher Arschkratzer. Arschkratzer. Ist gleich der Papst, what the fuck. Was? Lass also den Piano Papst ist schon eine Legende, muss man schon sagen. Okay. Shisha plus Charisma ist gleich Leonardo auf jeden Fall nicht. Was? Da steht nicht Leander? Es sollte eigentlich Leander stehen. Was? Wie kannst du dich so verschreiben? Scheiße, es war wahrscheinlich... Hä? Egal. Denkt euch, da steht Leander. Aha. Also ich hätte deins genommen, aber ich bin einfach nur. Ich sag dir eins. Ich verstehe nicht, warum Shisha. Denkst du, ich bin Türke oder was? Also, Leander auf jeden Fall nicht! Bist du blind? Jawohl, die einzige richtige Wahl. Und das wieder haben alle einen Punkt. Yay, wir haben es schon wieder geschafft. Los. Also letztes Mal, als es so begonnen hat. Letztes Mal, als es so begonnen hat. Früher war noch. Okay. Arschkratzer, Arschkratzer. Okay. Ich habe übrigens dieses Mal im Vergleich zu den letzten Runden ein paar neue Kartendecks. Wir haben fast doppelt so viele mögliche Fragen und Karten drin. Okay. Früher war Kreuzzüge noch, wenn man als Kerl zum ersten Mal in den Popo gefickt wird und feststellt, dass man doch nicht schwul ist. Nein. Was? Und was haben die Kreuzzüge jetzt damit zu tun? Also am Rücken ist ja das Kreuz und da kommt er ja so hin. Früher war Ficken noch schwuler. Aha. Früher war, hallo, Ginger, Ginger, noch die verbotene, alles klar. Aha. Das ist eine Beleidigung. Okay. Das ist alles. Ich gehe jetzt nach Grammatik, Alter, da passt das mir am besten rein. Ey, Ginger war früher die verbotene Frucht. Aber ich muss sagen, ich fand's von Smitty, keine Ahnung, wie das heißt. Smitty Worm Jaggerman Jensen. Genau. Irgendwas plus irgendwas ist gleich ein totes schwarzes Kind. Oh, fuck. Das tut weh. Zu meinen Werten, ich habe sowieso schon gewonnen. Okay. Ich muss noch was wechseln. Das geht aber nicht. Das geht. Deine Mutter geht nicht. Okay. Was zur Hölle war das? Was zur Hölle ist das? Okay. Keine Verhütung plus Wassermangel. Okay, ja. Das ist ziemlich sinnvoll. Ja, ja. Das ist Armut plus Inzest. Okay. Aha. Und erektile Dysfunktion plus. Was? Macht auch Sinn. Aha.
Ich mag das hier. Was? Du darfst nicht lernen, alle Punkte geben. Warum denn? Nur der Jan hat Glück gehabt. Der Jan hat Angst, dass er dann als Einziger hier in der Runde noch nie was gewonnen hat. Och, geil, jetzt darf ich zensieren. Darum wurde Jesus wirklich ans Kreuz genagelt. Warum zensieren? Was denn? Ach so, hey, ja, darf ich zensieren? Nein, ich hatte gerade das böse Wort als Karte. Da, geil, muss ich eh schon zensieren hier. Also musst du dich jetzt selbst kicken. Soll ich mal das N-Wort sagen? Ich hab's gesagt, jeden, der es legt. Ich hab's ja nicht gelegt, sondern sofort gelöscht. Boah, was passt denn hier? Hast du jetzt einen Strike auf deinem Kanal oder warum heulst du so rum? Hä? Ja, ganz gute Karte. Leute, beeilt euch. Okay. Oh, ich hab jetzt meine Karte erst verstanden, die ich gelesen habe. Unfreiwilliger Organhandel. Darum wurde hier. Was war das für eine Lache? Auschwitz, wie Twix, aber mit toten Juden. Darum wurde Jesus wirklich ins Kreuz genagelt, weil er schwul ist und endlich mal von Männern genagelt wird. Miranda! Alter! Wie ist da? Ich meine, ganz ehrlich, ich finde, das ist alles so, naja. Moralisch verwerflich? Nein, darum geht's nicht. Ist aber so. Das Ding ist halt, weil er schwul ist, ist grammatikalsch-Bullshit. Vom Ding her. Unfreiwilliger Organhandel ist das Einzige, was ein bisschen witzig ist. Die Grammatik ist doch egal. So falsch ist jetzt auch. So falsch ist es nicht, aber trotzdem. Ja. Ich fand das dritte ganz lustig. Was? Ey, nehmt dich immer der andere. Ist so! Ich war mir sicher, dass unfreiwilliger Organhandel deins ist. Ich dachte, der Leander wäre mal wieder schwul. ich meine. Du musst vorlesen, Leander. Pünktchen, Pünktchen, plus Pünktchen ist gleich Hemmung. Vielleicht musst du wieder was zensieren, mein Freund. Och Gott. Ich muss mal alles zensieren. Vorhaut plus Kochstelle ist gleich hemmungslose Liebe. Von wem kommt das? Nicht von mir. Jan! Das Leander ist relativ offensichtlich! Also. Okay. Kleberschnüffel plus. Mein Alltag! Finger plus. Ein stinkender Chinesen. Ich weiß zwar, was vom Jan ist, aber ich weiß nicht, warum ich da was zensieren müsste. Ich frage es jetzt: nämlich das Ordinäre oder nicht das. Ich hab schon Schlimmeres gehabt, dass ich nicht zensieren musste. Ich hatte schon pürierte Juden hier in den Videos. Ich frag mich, warum das erste Video nicht wegen Rassismus gesperrt wurde. Alter, ich will auch welche! Hallo! Kockschelle müsste doch was für dich sein, Leander. Ich meine. Ja, ich wollte nicht immer so. So wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit. Okay, hier ist wieder eine Karte. Wenn man die legt, sehr gut, nehme ich. Für die Zuschauer wieder mal in Chat geschrieben. Auch wenn ich glaube, dass sie das nicht überrascht. Wer atmet gerade so übel in sein Mikro? Diese Lache. Sag mal, ihr nehmt die ganze Zeit gerade irgendwas und nehmt es dann wieder nicht. Der Jan schreibt sich selber eine Karte. Ja, in dem Fall wüsste ich halt, was ich sehen will. So wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit Leanders erstmal Analfisteln. Nein. Okay. Oder, das sagen die Wissenschaftler, könnte passieren. Aber sie sagen auch, die Welt könnte mit Inzest, wodurch alle sterben, enden.
Aber das ist auch nur noch eine weitere Theorie. Wenn keins von dem beiden es wird, dann wird die Welt durch eine Super Soaker voller Katzenpisse. Okay. Mir gefällt das TM. Mir gefällt das TM da oben. Ich hätte an sich einfach nur Leander gelegt, aber du warst schon sehr nah dran. Was heißt denn Analfisting, dass ich gefistet werde und jemand anderes? Dass du gefistet wirst, halt natürlich. Ich bin doch nicht so gay, Alter. Punkt für Punkt, so möchte ich sterben. Oh, das ist ganz gut. Das ist ein, obwohl, komm, machen wir das. Weg, dort, ich glaube, mindestens einer von euch wird die Karte belegen, an die ich gerade denke. Ich weiß, an welche Karte du gerade denkst. Ich habe gerade echt ein Problem, weil mein... Es ist ja... Ich habe wirklich ein paar beschissene Karten. Ich werde jetzt erstmal richtig viel wegmachen. Ach, du meinst dich selber? Ich sagte Karte. Wann bin ich mit Karte? Du bist hässlich. Kann auch eine Karte sein. Wer ist am Fressen? Gute Frage. Essen, du hast es gerade gesagt, als ich mir Essen geholt habe, aber noch nicht gegessen habe. Hä, man hat übel eine Tüte gehört, auf jeden Fall. Tja, ich esse jetzt meine Maus. Oh. So möchte ich sterben. Okay, Leander, wir wissen, was du gut findest. Was soll denn auch mein Leander? Tanzverbot oder Drachenlord. Oder? Okay. Jetzt kommt die Karte, mit der jeder rechnet. Leute, jetzt kommt die Karte, mit der jeder rechnet. Landmin. Ja, ich nehme das. Mann, ich lieg hinten das, und Leander hat das ist zu mir viele zu, Punkte. Das eine ist mir zu offensichtlich und gegen das andere bin ich immun, weil ich über 13 bin. Was? Was ist das denn? Soll ich das skippen? Ich weiß ja selber nicht, was für Haiku ist, dann überspringen einfach. Ist Haiku japanisch? Was werde ich so ein japanisches Gedicht bringen, um all davon zu überzeugen, dass ich ein mächtiger Zauberer bin? Gebt euch Mühe! Oh, ich hab was ganz Gutes. Hört's mal. Ich hab gerade fast mein Organ ausgekotzt. Yay. Sehr gut. Kannst du vielleicht noch länger schreiben, Leander? Ah! Ja, meine Damen und Herren! Ich hab schon einmal vorgelesen, es ist mir zu viel Text, da werde ich es immer vorlesen. Ich bin ein mächtiger Zauberer, da! Ach, das bringst du von der Zukunft mit. Ja. Das kann man gut mitbringen. So, ich bin wieder da, hab ich jetzt ausgeruht. Also, weiter geht's. Das Herz eines Kindes. Und warum muss man dafür in die Zukunft? Keine Ahnung, vielleicht ist das deine Mode. Vielleicht ist es da legal, das hat jeder. Hä? Das ist nicht legal im Moment. Oh. Scheiße. Mann! Ja. Der Leander hat 6 Punkte! Alles andere ist scheiße! Warum? Kinder töten ist scheiße. Gut! Ich sage, wie viel einfach richtig für. Zeit. Wegen dem konnte ich mein Hausaufgaben nicht machen. Ich war wieder das Beste aller Zeiten. Geil, Telefon klingelt. Yay. Okay. Ja, jetzt müssen wir warten. Leander, zieh! So, ja genau. Es tut mir leid, aber wegen dem Weltfrieden konnte ich mir raus. Der versaut einem aber auch jeden guten Nachmittag, Alter, ne? Der versaut. Aber wegen dem Einführen eines langen konnte ich mir das machen. Okay. Ja. Aber wegen dem Batman. Batman, okay. Einfach Batman. Nein. Und Einführung eines langen Rohres. Dumme Fatze! Ja. Mann!
Meine Güte, jetzt bin ich ein bisschen zurück. Das darf nicht passieren. Ich bin hinten. Okay, Günther, ja, ich wusste nicht, dass du das... Alter, ich darf jetzt nicht den Leander wählen. Ich will doch nicht wieder Jan enden. Du bist immer noch der Einzige, der es geschafft hat, eine Runde mit nur einem Punkt abzuschließen. Gönn's mir doch einfach mal, Mann. Würde ich ja, wenn ich dann, sobald ich mehr als einen Punkt habe. Ich liebe meinen Kaffee so, wie ich auch liebe. Schwarz. Und ich weiß sowieso, welche Karte jetzt schon kommt. Und die werde ich aus Prinzip nicht nehmen. Wenn irgendjemand das N-Wort nimmt, dann seid ihr offiziell Q. Dann seid ihr gekickt. Wie? Nein, ich hab's genommen, Mann. Ist das dein Ernst? Ja, Mann. Wie ich auch Schwarzarbeiter liebe. Ja, danke. Danke dafür. Thanks, Obama. Okay. Oder... Sparmarkster. Ich wollte mal wissen, was machen, damit man sich so ein bisschen abregt. Aber ich finde, das ist doch positiv. Schokoladenkrieg. Das ist doch positiv. Das ist nicht rassistisch, wenn ich schwarz ist. Ich darf doch quasi... Alter, das hatten wir genau dieselbe Frage wie eben. Irgendwas ist der drittgrößte Auslöser von Akne. Warum haben die ja den drittgrößten genommen und nicht den größten? Ja. Weil das größte ist mein Penis. Gute Antwort. Rausgeballert. Mit meinem Penis ballert. Ist es so krass, wenn ich einen echten Namen nehme, oder? Ich will noch eine Karte benutzen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Also, was ist vor denn allem der nicht, wenn der Leander jetzt gewinnt. Akne. Der Papst. Okay. Aha, Leander! Aha, Leander! Aha, Leander! Der Papst. Mann, ich brauch Punkte, ihr fetten Kinder! Danke sehr! Ich brauch Punkte! Ja, Pech. Kennst du aber nicht. Warum denn Papst, Mann? Laut Mama ist das beste Mittel gegen Kater. Ich hab viel Vertrauen in euch gesetzt. Ich will da was Gutes sehen. Oh, dann muss ich überlegen. Diesmal will ich wirklich was Gutes legen. Hab aber nichts Gutes. Leander war viel zu schnell. Das gefällt mir nicht. Ich werde nicht wieder Leander nehmen, weil so schnell soll die Runde nicht vorbei sein. Ja, ist so. Und ich brauche noch Punkte. Du weißt nicht, wer ich bin. Doch, nur nicht, welche Karte du gelegt hast. Laut Mama ist das beste Mittel gegen Kater Alkohol. Laut Mama ist das beste Mittel gegen Kater ein Hindu. Also, na? Laut Mama ist das beste Mittel gegen Kater. Was? Okay. Oh Gott, das ist Leander, ich weiß es doch schon. Ich will Alkohol nehmen, das gehört aber Leander. Oh, wenn Leander jetzt einen Punkt bekommt, hat er gewonnen. Und ein bisschen einnässen auch. Ja, nimm doch meins. Welches ist denn deins? Ja, sag ich nicht. Nimm meins. Man nimmt doch das, was dir gefällt, Mann. Ja! Alkohol ist meins, nicht Leanders. Oh, zum Glück. Easy, ich hab einen Punkt. Scheiße. Mann, ich hab doch verdient, Mann. Was? Was ist denn jetzt? Ich hab eine Karte, die absolut perfekt passt. Kann es eigentlich sein, dass das Video wieder richtig... Das Video wird toll. Hast du Bock? Alleine Alkohol trinken. Ich sehe die Karte nicht, geil. Jetzt. Hä? Alter. Hast du Bock? Falls du nicht verstehst, ja, es wurde was gefragt, dass er alleine machen soll. Ha! Er hat keine Freunde! So wie ich! Ja! Aha, lustig. Hast du Bock? Inzest. Mann! Inzest ist lustig, Junge! Okay, wir wissen jetzt... Ja, es muss zum Kontext passen. Wir wissen jetzt, während des Sex war ich es, über nachzudenken. Leander, Monster Hunter nehme ich nicht.
Oh, da musst du die Karte nochmal zurücknehmen. Das war meins. Ich musste. Das kann ich nicht legen. Ach so, das N-Wort. Nein. Was Besseres, aber nein. Okay. Was Besseres. Ich könnte jetzt gemein sagen und sagen, es gibt ja nichts Schlechteres. Das Spiel ist aber moralisch verwerflich, Mann. Während des Sex mag ich es über Hundebaby. Alles klar. Okay. Gleichzeitig pädophil und geil auf Tiere. Ja. Also während des Sex mag ich es über. Die Karte kenne ich, die habe ich auch. Und ich mag es über eine professionelle Waffe. Also, okay, zwei Sachen machen sagen, Sinn. Ich muss sagen, relativ. Was? Das ist. Ah, scheiße. Nein, dankeschön. Ich hab gehofft, der Pool ist Leanders. Nein. Ja, danke. Okay, ich hab zumindest nicht Jans Level erreicht. Hello, Dick, Alter, endlich. So, ich hab keine Zeit mehr, das heißt, das war's für heute. Guten Bald und. Guten Bald, Gamers! Landmin! Ich habe schon zum zweiten Mal AIDS heute. Tschüss.